Hi Leute, Hi. Wie ihr seht, heute habe ich einen Ehrengast auf meinem Kanal und zwar meinen Freund Manu. Yes. Und ihr habt euch gewünscht, beziehungsweise Manu hat euch bei sich auf Instagram abstimmen lassen, was ihr lieber sehen möchtet, ob ihr lieber ein unangenehmes Fragenvideo wolltet oder 10 Arten von Beziehungen oder eben, dass Manu meine Outfits bewertet. Und ihr habt euch dafür entschieden, dass Manu meine Outfits bewertet. Und ja, wir stehen jetzt hier. Ich habe jetzt hier alles hinten leer geräumt und Platz gemacht, damit ihr mich ganz Körper seht. Deswegen kann es auch sein, dass die Qualität nicht so gut ist wie sonst immer, weil wir jetzt aktuell mit der Vlogkamera aufnehmen müssen, weil ich sonst kein Ganzkörperbild auf die Kamera bekomme. Und genau, ich habe schon mein erstes Outfit an und ich würde sagen, ich bin gespannt, wie das am Ende enden wird, ob wir uns streiten oder nicht. Wieso denn streiten? Ah ja, kann ja sein, dass du ganz böse wirst zu mir. Ach Quatsch. So, ich habe dem Manu hier so ein kleines Stühlchen hingestellt, womit ich sonst immer drehe. Da kannst du dich jetzt heute hinsetzen und ich hoffe, ihr hört mich gut, ihr seht mich gut. Also das hier ist mein allererstes Outfit. Ich habe mein ganzes Outfit ist eigentlich von Naked. Ich kann euch eventuell auch gerne mal alle Outfits in die Infobox verlinken, falls euch das interessiert. Und ich habe heute mal versucht, ein paar außergewöhnliche Outfits rauszusuchen, damit Manu sie mal bewerten kann, die Manu bisher noch nicht gesehen hat. Also wie finde ich das Outfit? Ja, ist eigentlich ganz... Also du musst auch eine Note geben, das habe ich vergessen zu sagen. Ach so, eine Note noch? Ja, also sagen, was dir gefällt, was dir nicht gefällt, eine Note und ja. Okay, ja, das Outfit ist eigentlich ganz cool. Ja, ich muss mich mal ein bisschen weiter wegstellen, so geht das nicht. Ich muss so stehen, sonst sehe ich doch nichts. ja, also ist eigentlich ganz cool, aber die Dings, der Top gefällt mir nicht. Das passt ja nicht zu. Das Top, was hätte ich sonst anziehen sollen drunter? Schwarz oder weiß, deswegen den Schuh. Ach so, ja, okay, darauf habe ich jetzt nicht geachtet. Ja, ansonsten ist es ganz cool eigentlich. Ja, eigentlich? Ja. Also was machen wir, wie in der Schule? 1 bis 6 oder ja. 1 bis 10 einfach? Nee, 1 Punkte. Bis 6. Okay, also eine 2 minus. Ja, warum eine 2 minus, warum keine 1? Ich hab's doch gerade gesagt. Ach so, wegen, oha, so viel Abzug nur wegen dem Top oder ja, was? Ja, das Top, das versaut das ganze Outfit. Oha, Leute. Ja, okay. Und sonst findest du eigentlich alles cool, die Schuhe und so? Ja. Findest du, das passt zu mir oder der Style passt nicht so? Ja, doch, der passt. Ja? Ja. Also könnte ich öfter mal so rumlaufen? Ja. Okay, gut. Also das erste Outfit ist ein 2 minus. Ihr könnt mal gerne mit abstimmen sozusagen und mir auch mal in den Kommentaren Noten geben. Also wenn ihr das Video fertig geguckt habt, schreibt mal zu jedem Outfit eine Note hin. Das müsstet ihr echt mal machen. Ich bin echt gespannt. Also 2 minus. 2 minus, ja. Okay, ich gehe da mal das nächste Outfit. Also es wäre eigentlich wahrscheinlich noch ein 2 plus oder so gewesen, aber wegen dem... Oder vielleicht noch eine 1 minus, aber... Ja, ja, okay, du laberst eh nur. Ich gehe jetzt mal was anderes anziehen. So, das ist das nächste Outfit. Also, das ist sehr lässig und voller Molly-Haare. Die muss man dann einfach nicht beachten, weil Molly hat sich gerade auf meine Klamotten draufgesetzt. Ja, ich drehe mich noch einmal. Ja, das ist schwer jetzt. Läuft die Kamera überhaupt? Habe ich die angemacht? Weiß ich nicht, ja. Die läuft, aber Akku ist leer. Ja, ich bin gerade am Laden vom anderen Akku. Okay. Hose ist cool. Ja, das ist eine Leggings. Ich weiß, Schuhe passen nicht. Warum passen die nicht? Das ist ein anderer Schwarzton. Ich weiß nicht, das ist irgendwie ein bisschen krass. Die Schuhe passen zu, also top. Und Schuhe passen nicht. Die Jacke würde passen, aber... Das ist keine Jacke, das ist eine Bluse. Ja, aber das Top und die Schuhe passen irgendwie nicht. Also kann man jetzt lieber hohe Schuhe anziehen sollen oder so. Okay. Also? Ja, das kriegt eine 4 plus. Oha! Ja. Was sagt ihr, Leute? Es ist so schlimm. Ich mag generell diesen Lederstil nicht so. Und du hast gesagt, die Hose ist cool. Ja, die ist ja auch cool, aber die muss man halt anders kombinieren dann. Mit was? Ich weiß es nicht. Ich bin doch keine Frau. Also Leute, schreibt mir mal in die Kommentare, was hättet ihr anders gemacht? Also ich glaube, ich würde das so anziehen. Ich würde, glaube ich, auch morgen so rausgehen. Dann aber ohne mich. Oha, Korb, alter Korb. So, nächstes Outfit. Das ist das nächste Outfit, Leute. Und zwar habe ich hier ein Kleid an mit so einem, wie nennt sich das, Animal Print. Genau, das ist so ein Schlangenmuster. Und dazu trage ich hohe Schuhe. Also ein Party-Outfit ist es eher. Und meine Lederjacke. Ja, das Outfit ist eigentlich ganz schön. Habe ich eigentlich nichts dran auszusetzen. Also? Ja.
Leute, gibt er seine erste 1 oder nicht? Nee, das ist für mich eine 3 plus. Eine 3 plus, obwohl du nichts auszusetzen hast? Warum das denn? Ich hab nichts anderes, es passt zusammen so nach dem Motto, aber es ist nicht so mein Geschmack. Warum? Ich mag so ein Schlangenmuster nicht so gerne. Aber es ist auch nur Geschmackssache. Okay. Ja. Und deswegen gibst du eine 3 und keine 2? Ja. Also eigentlich findest du es hässlich? Nee, ich find's einfach nicht schön. Das Muster nicht. Das Muster, Leute. Okay, also generell, du magst diese Muster gar nicht. Ja. Auch an mir nicht. Das ist eine Frage jetzt. Ich habe ganz normal bewertet. 3 plus. Okay. Leute, ich bin echt gespannt, ob dann gleich ein Outfit dabei ist, was meine 1 ist. Okay, komm. Sicher keine 2? Ganz sicher. Okay. Naja, okay. Vielleicht wird das nächste Outfit. Rein. So, was sagst du dazu? Ja, das ist ganz schön. Das ist eigentlich ganz schön. Eigentlich? Leute, hat immer was zu meckern. Die Schuhe gefallen mir überhaupt nicht, Mann. Aber ich finde die schön. Die gefallen euch bestimmt auch, oder? Ich hoffe, ihr seht die von hinten, aber ich glaube schon. Steh mal ganz kurz auf und guck mal, ob man das in der Kamera sieht, die Schuhe. Aber eigentlich schon, oder? Sieht man das? Ja, klar sieht man das. Ja? Ja. Ich finde die richtig toll. Die sind auch voll bequem und ja. Also, die sind jetzt nicht so schlecht, aber mir hätten eher so sportliche Schuhe da drauf gefallen jetzt. Mit Blazer und so. Mhm. Ja, welche? Ja. Irgendwelche weißen. Die aber so ist auch ganz schön. Also für mich, ja, eine 2? Ja. Also das ist, glaube ich, das Outfit, das er bisher am besten bewertet hat. Oder? Nein, es war doch 2 plus 1 schon. Echt, welches nochmal? Das erste. Das mit dem, welches war das nochmal? Ich habe es auch gerade voll vergessen. Okay, auf jeden Fall 2 plus. Ja. Nächstes Outfit. Leute, ihr müsst euch vorstellen, so ein YouTube-Video, wir drehen schon seit 1,5 Stunden. Wenn ich mich dauerhaft umziehen muss, dann ist der Akku leer gegangen. Es sind so viele Cuts hier drin. Ihr könnt ja mal sagen, ob ihr die Outtakes auch mal haben wollt. Ja, aber ich glaube, es werden gar nicht so viele, weil, oh, Akku leer. Und dann fangen wir wieder neu an zu drehen. Kommst du jetzt mal? Ja. Ah, Molly, bist du jetzt auch dabei, mein Schatz? Also, wenn das jetzt mal keine 1 wird, Leute. Also, das ganz, muss ich ehrlich sagen, das fällt mir sehr gut, ja. Ja. Mhm. Ich glaube, Leute, Männer stehen einfach auf dieses voll normale. Einfach ja, so schickimicki. Oberteil, keine Ahnung. Jeans, Hose und normale Schuhe. Also okay, so normal sind die auch nicht, weil das sind Plattform-Chucks. Ja, aber das ist für mich eine 2 plus. Warum denn wieder keine 1? Ja, schon mal gucken, was noch kommt. Oha, aber wenn das jetzt das letzte wäre? Wenn das letzte wäre, würde ich wahrscheinlich eine 1 geben, aber es gibt ja noch. Wir sind jetzt erst beim 5. Aber, oder? Und, ja. Aber ich glaube, das nächste Outfit, das wirst du richtig, richtig hassen. Okay. Also auf jeden Fall ist das auf jeden Fall für mich eine 2 plus. Und warum keine 1? Darum. Molly, was sagst du dazu? Weil. Oh Gott, Leute. Komm, nächste Outfit. Weil. So, Leute. Und da weiß ich schon ganz genau, was der dazu sagen wird. Immer wenn ich das hier anziehe, dann beschwert er sich. Muss ich das bewerten? Ja, musst du. Also ich find das richtig cool. Ich mag das Outfit. Eventuell nur eine Strumpfhose dazu anziehen, aber ich habe jetzt leider keine ganzen mehr. Die sind alle kaputt. Weil ich kaufe immer Strumpfhosen. Also ich finde, von oben nach unten wird es immer schlechter einfach. Ja? Ja. Warum? Also oben würde ich noch eine 2 geben. Aber wenn man alles betrachtet, auf jeden Fall eine 5 oder eine 6 sogar. Ja, ich mein's ernst. Dein Ernst? Warum? Das ist mein Ernst. Er sagt jedes Mal zu mir, es sieht so schlimm aus. Aber warum? Ich weiß es nicht. Nein. Mir gefällt es so einfach nicht. Ich finde, die Schuhe passen überhaupt nicht. Ich finde das cool. Das ist halt so Style. Das ist Style? Ja. Also nur eine Strumpfhose hätte man noch drunter ziehen müssen. Eventuell so eine schwarze. Aber wie gesagt, ich habe leider keine mehr. Weil die sind alle löchrig. Die sind alle kaputt gegangen. Okay, können wir weitermachen, bitte? Nein. Ich ertrage den Anblick nicht mehr. Aber warum? Warum eine 6? Sag mal, was gefällt Nein. dir denn daran? Ich meine, so schlimm ist es jetzt nicht, aber es ist einfach überhaupt nicht mehr Geschmack. So, wenn ich die Füße so angucke, das sieht aus wie so Regenstiefel. Diese Gummistiefel, genau, Gummistiefel heißen die. So sieht es aus. Regenstiefel? Ja. Okay, also nur wegen den Schuhen eine 6. Ey, du weißt schon, dass ich die Schuhe fast jeden Tag getragen habe im Winter. Ja, die kann man auch schön anziehen, aber nicht so. Ja, was an dem Kleid, an dem Pulloverkleid so schlimm? Das ist gar nicht so schlimm. Aber hängt halt wie ein Lappen da.
Okay. Was sagst du dazu? Ja, dafür gibt es eine Eins. Echt? Ja. Warum? Das gefällt mir sehr gut. Ja? Ja, bis auf das Top wieder. Ja, aber ich habe jetzt kein anderes zum Drunterziehen. Ich hätte ein weißes nehmen sollen. Aber die sind alle erstmal in der Wäsche. Nee, eben nicht. Da hättest du sogar noch eine Strumpfhose angezogen. Ja, aber ich habe ja keine. Wie so eine durchsichtige. So ja, ist. So eine schwarze oder eine hautfarbene. Nee, hautfarbene nicht. Dafür hast du zu viel schwarz. Ja. Sehr gut. Oh Gott, Leute, er hat eine 1 vergeben. Wie komme ich zu dieser Ehre? Echt so schön? Ja. Das habe ich lange nicht mehr angehabt. Das muss ich mal wieder tragen, ne? Ja. Meine Tasche. Ja, die habe ich von Manu übrigens geschenkt bekommen. So Leute, jetzt sind wir schon beim letzten Outfit. Jetzt bin ich echt mal gespannt, was als letztes kommt. So, dann komm rein. Oh. Molly, ja. Was sagst du zu dem Outfit? Ich finde das Outfit eigentlich ganz schön. Ja? Ja. Ich hatte das doch auch schon mal an, weißt du auch wo? Ja, ich weiß. Wo? Auf dem Event. Auf welchen? Auf dem Event halt. Auf welchen? Ich weiß es nicht mehr genau. Ja, du weißt nicht mehr genau, okay. Das hatte ich beim Douglas Meet and Greet an. Ah, stimmt, ja. Ja. Und ja. So, wie soll ich es am besten bewerten? Also, ja, du musst auf jeden Fall eine Note geben. Die Schuhe sind eigentlich richtig schön. Ja? Ja, wo mir das Muster eigentlich gefällt, da gefällt es mir. Sehr gut sogar. Das Oberteil ist auch schön. Das ist ein Knall. Ja, ist doch Oberteil dann. Ja. Ja. Da gebe ich eine 1 minus auch. Echt? Findest du es so schön? Mhm. Okay. Ich hätte gar nicht mit gerechnet, dass dir das jetzt so gut gefällt. Warum? Weiß nicht, weil ich hätte gedacht, es ist dir ein bisschen zu extravagant. Zu besonderen Anlässen kann man sowas nochmal anziehen. Ja? Ja, jetzt für den Alltag ist das nichts. Also, was fandest du am besten? Das hier? Nee, das davor. Was war denn das jetzt eben? Das karierte Kleid mit dem Gucci-Tasche. Ach so, genau. Tasche. Ja. Und was fandest du am schlechtesten? Ja, das mit den komischen Stiefeln da, Regenschuhen, ist echt schlimm gewesen. Okay, Leute. Ja, ich würde sagen, das war's dann mit dem Video. Ja. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, wenn ich mehr solcher Videos drehen soll, wo Manu vielleicht eine Kategorie von Outfits bewerten soll, mein Kopf ist voll abgeschnitten, deine auch. Oh, meine auch, ja. Dann schreibt uns das sehr, sehr gerne in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns von euch. Und bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.